Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Was bisher geschah, habe ich sogar im letzten Part bereits vorgelesen. Das ist nichts anderes als vorher. Das heißt, ich brauche es nicht zu wiederholen. Was wir aber wirklich gemacht haben, sieht so aus, dass wir uns erstmal ums Paradies gekümmert haben. Wir haben nämlich erstmal eine neue Schließung gemacht, hier wie ihr sehen könnt, und wollen erstmal ein paar neue Einrichtungen bauen. Jetzt muss ich mal gucken, was wir jetzt als nächstes bauen wollen. Das habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Also eine Einrichtung bauen, ja, das will ich gerne, danke. So, Wunderorbs wollten wir machen, noch zwei weitere Tauschbörse. Genau, das wollten wir als erstes machen, richtig. Ich kann mich erinnern. Und Siberio-Hockey wollten wir auch noch machen, dafür haben wir jetzt nicht mehr genug fruchtbare Erde. Dann war, glaube ich, nichts mehr. Ne, die ganzen Samenfelder, die brauchen wir nicht. Zeit für eine Tauschbörse. Wird zwar teuer mit den ganzen Baumaterialien, aber es wird sich lohnen, hoffentlich. Los, ihr Vorbild, seid ihr Arbeit, bla bla bla. Jawohl! Hat die schon mal eine Tauschbörse gebaut im ersten Run? Ich glaube ja. Es hat eine Weile gedauert, weil ich nicht die ganzen Baumaterialien zusammen hatte. So. Okay. Ich höre auf damit. Ich würde sagen, geschafft. Bla, Leute, die Einrichtung Tauschbörse ist fertig. Und ein Petsneef! Bla, das Satz kennen wir auch schon. Mir früher bei der Sache geholfen und habe mich riesig gefreut, dass er jetzt wieder arbeitet. Bla bla bla. Ich will ihr ein Bestes geben. Bla. So. Dankeschön, Streboli. Vielen Dank. So, bin gespannt, was du so alles dabei hast bei dir. Willkommen zur Tauschbörse. In der Lagertruhe ein paar überflüssige Items tummeln. So kannst du sie hier tauschen. Ich glaube, das mache ich sogar. Was möchtest du im Tausch haben? Wir haben schon einige Samen, wie ihr wisst, noch gelagert. So, ich sehe schon. Was möchtest du haben, sehe ich gerade. Alles klar. Oh, das ist sehr schön. Das heißt, wir können uns Singelbeeren ertauschen für jeweils zwei Samen, wie ihr seht. Also wir können eine Singelbeere holen und dafür will er zwei Samen haben. Das ist genau dasselbe Prinzip wie das Pandir-Café aus Pokémon Mystery Dungeon Portali. Pokémon Mystery Dungeon Erkundung zum Himmel. Das Pandir-Café, diese Tauschbörse mit ist so und wohin genau. Da tauscht man ja auch Sachen, kann sie wiederverwerten quasi. Okay, und es funktioniert eigentlich genauso, wie ich gerade sehe. Es funktioniert nach genau dem gleichen Prinzip. Okay, Preistickets kann man sich sogar holen, damit wir sie im Losstand dann benutzen können. Aber wir haben noch genug Singelbeeren gesammelt durch die übrig gebliebenen Belebersamen. Da kann man sich erstmal schön Singelbeeren holen. So, da bringen die Samen tatsächlich auch nochmal was. Deswegen habe ich die auch aufbewahrt, glaube ich. Also, das lohnt sich immer wieder. Schön, dass sie den Effekt des Panikcafés nochmal hier nutzen wollten. Ja, dass wir das nutzen können. So, Wunderorbs kann ich jetzt nicht mehr bauen, weil wir keine stabile Efeu mehr haben. Und Siberio-Hockey geht auch nicht mehr. Alles klar. Fruchtbare Erde, wenn wir die gebrauchen. Anscheinend Hartsteinsplitter ebenfalls. Und stabilen Efeu. Das muss ich mir nochmal merken. Okay. Hartsteinsplitter, fruchtbare Erde und stabiler Efeu. Das muss ich mir merken. Und dann können wir in Zukunft auch diese Sachen bauen. Okay, Tauschbörse ist sehr, sehr praktisch. Gut. Ich meine, im Rest des letzten Parts haben wir eigentlich auch schon den Rest des Paradieses erkundet und hier und da ein bisschen was erledigt. Okay. Dann können wir uns eigentlich direkt schon aufmachen zum nächsten Job. Job, genau, zum Job heißt es. Geld gelagert, Items, die letzten Singelbeeren jetzt. Und noch ein paar andere Sachen. So, warte mal. Das sind viele Singelbeeren. Hier sind es vier, die ich nehme nur vier mit. Liebe sind Chaos-Samen weg, Schlafsamen behalte ich mal. Ja, ich brauche nur einen. Stimmt, hatte ich ja auch noch dazu bekommen, weil ich ja beim Schlafsamenfeld war. Die Items sind richtig, Singelbeeren habe ich vier Stück. Eine Pirselbeere, zwei Belebesamen, ein Schlafsamen, Top-Elixier und Flior, bla bla bla. Sehr schön. Aber mein Mord muss ich natürlich jetzt erstmal noch das Team umstellen, ne? Selbst hat euch alle gestern vom Riesenleisch auf hören, bla bla bla. Oh, ihr seid einfach unglaublich. Und fast mal schwierig und erfahren gemeistert und so weiter. Ja, cool. Komm mir einfach die Träne auf zu sammeln, Junge. So. Ja, muss mir nicht meinen ganzen Service nochmal erzählen. Mitgliederwechsel, bitte. So. Cyan und Viridium können jetzt erstmal raus. Auf Abruf und Viridium auch. Dann nehme ich jetzt mal, wir haben schon viele Mitglieder, muss ich sagen. Können wir alle mal mitnehmen, meine ich. Nach Tara wollte ich jetzt mal mitnehmen. Und Dummiesel, der hat's verdient. Mittlerweile haben wir noch so viele andere. Wir haben jetzt Solamafin, Flicknoll haben wir so viele, Level 2 noch. Strawickel, Toxipet, Baumball, Elfun, Lilminip, Galapafloss, Unratutox. Imolga natürlich auch noch in unserem Team, das muss ich eigentlich auch mal mitnehmen wieder.
Tampeknorn, Petzni, ja süß, Linfu, Gladiantri, Felino und Glibunkel. Das sind unsere bisherigen Teammitglieder. Okay, aber so bin ich zufrieden. Vielleicht nehmen wir die anderen mal, die wir sonst rekrutiert haben, noch auch mal ins Team. Mal sehen, was da draus wird. Die kriegen ja auch den ganzen Erfahrungspunkt und dann können die sich ja auch irgendwann weiterentwickeln, sobald wir die Funktion erhalten haben. So, wir haben jetzt noch zwei neue Dungeons über die Expedition bekommen, ne? Das eine war jetzt östliche Savanne, das andere war jetzt Zinnobertal. Ich glaube, ich nehme dich mal hier, oder? Quellwasser, frische Kräuter. Obwohl, das ist natürlich auch praktisch. Fruchtbare Erde, frische Kräuter, brauchen wir beides. Dann nehme ich mal den Job hier. Ich suche das hier, Trendflasche. Mach dich bitte auf den Suchen nach... gibt eine Belohnung, Azurel. Dann nehme ich dir mal auf, okay. Ja, sofort aufbrechen. Gut, Bildschirm ist soweit und wir können dann loslegen. So, Jobportal eröffnet und wir können mit dem neuen Team jetzt auch mit Dummüsel mal losstratzen und uns mal ein paar neue Baumaterialien holen. Mal sehen, ob wir dann schon im nächsten Part, oder am nächsten Tag besser gesagt, eine neue Einrichtung bauen können. So, ein Schritt und schon erhaltet ihr erstmal alle Level ab. Nach Tara von Level 21 auf 26. Und erstmal die ganzen neuen Attacken lernen. Bin gespannt, wie viel Dummüsel ihr gleich bekommt. Gewissheit. Macht mehr als Finte, soweit ich weiß. Also, und vor allem, weil ich ja Gewissheit die ganze Zeit eingesetzt habe, ist das natürlich auch schon aufpoliert, meine ich. Ja, schon auf Stufe 3. Da macht es natürlich am meisten Sinn, das einzusetzen. KP ist um 7 gestiegen, Angriff um 10. Da sieht man mal, was 5 Level ausmachen. Um 10 gestiegen, schön. Und Angriffswerte steigen so schön. Und Dummüsel von Level 8 auf 24. 16 Level gestiegen. Okay, da wird jetzt einiges passieren. Bevor wir weiterkommen, Raserei, ein edler Walzer und Groll hast du ja drauf. Verfolgung. Nicht mal den Groll weg. Generell wirst du jetzt einige viele Attacken lernen, möchte ich mal sagen. Groll wirst mal weg. Das werden so viele Attacken sein, die du jetzt dazu lernst. Ich bin gespannt, was du noch alles lernen wirst. Kreideschrei, das brauchst du aber nicht, oder? Und die einige kann ich mal wegmachen. Den Walzer wirst du auf jeden Fall behalten. Das ist eine Multi-Hit-Attacke, die macht schön viel Schaden. So, noch eine Attacke, was hast du da jetzt drauf? Gähner, das ist auch praktisch. Nehme ich die Raserei mal weg. Oder? Nee. Oder doch? Nimm den Kreideschrei weg, oder? Nee, Raserei nicht weg. Ist egal, wenn wahrscheinlich gleich noch weitere schöne Attacken kommen, die ich unbedingt dabei haben möchte. Was kommt jetzt noch alles? Antikraft kann man auch nehmen. Dann nehme ich jetzt den Kreideschrei raus. Einmal komplettes Moveset ändern hier. Und was haben wir noch Schönes? Da kommen auch ein paar weitere Attacken rein. Bodycheck. Wir haben jetzt Gene, Antikraft, Walzer. Ich nehme statt Verfolgung dann am besten mal lieber den Bodycheck. Hast auch mal einen schönen normalen Step. Das ist doch gut. Noch eine Attacke? Nee. Dummüsel. KP um 21. Angriff um 13. Verteidigung um 11. Spezialangriff um 12. Spezialverteidigung um 11. Ja. Und ja, das war's auch schon. Ach verdammt, wir haben Bodenvorwelle heute. Und Keifel kriegt jetzt heute... Oh Gott. Warum? Super Idee, klasse. Was machen wir jetzt? Falschen Attacken drauf. So. Ja, das ist ja natürlich jetzt blöd. Jetzt haben wir die Bodenvorwelle und Keifel wird dafür... Ja, sofort. Konfusstrahl, also sofort... Davon bevorzugt. Konfusstrahl machen wir erstmal. Und Gena können wir auch machen. Und Balz behalten wir erstmal. Obwohl, nee, nach Tara kann jetzt erstmal nur Ruckzuck einsetzen gerade. So. Alles klar, dann greifen wir zusammen an. Vielleicht ist ja noch ein Pokémon. Jetzt mal Gene einsetzen, das ist auch gut. So, dann hat man dann Spaß gleich, ich komme dazu. Petsy, wir sind mal egal. Walzer, sehr schön, viel Schaden erstmal. Okay, so viel was auch nicht. Oh. Und tschüss. Ich wollte euch nur zur Hilfe kommen. Alter Schwede. Einmal mal Eiszahn von einem Keifel. Mit der V-Welle. Oh, scheiße. So, das Petsy soll mal herkommen. Kannst gerne probieren, das wird dir nicht helfen im Eissturm oder Heuler. Oh Gott, Leute, das geht ja gleich richtig gut los hier. Die ist schon plötzlich... Ah, jetzt kommt's. Gut, das war schon. Huh, gleich erster Schock vorbei. Huiuiui. Ganzen Attacken kannst du wieder fixieren. So. So, Jungs, beschützt mich mal bitte in der Ecke hier. Ich möchte jetzt mal wieder KP aufheilen. Singeben gibt's ja auch noch. Schön. Und Leute, bleibt doch nicht zurück. So. Das ist ein Item, das sehe ich sofort. Das ist ein Top-Elixier. Das ist schön.
So, was haben wir noch so Schönes? Hier rum liegen. Ich muss erstmal ein Wunderfeld finden am besten. Oder die Treppe wäre noch besser. Ne, Wunderfeld ist auch in Ordnung. Er hat zu viel Heule eingesetzt, das Petsniv. Na, komm schon. So. Alles da. Petsniv! Du wirst sterben. Okay. Ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu sehr daran gewöhnt, noch unter der V-Welle zu stehen. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht im letzten Dungeon. Mit der V-Welle Drache. Da hatte ich einen Spaß. Könnte ich mit jedes Pokémon irgendwie one-hitten. Dazu brauchte ja nicht mal ein Doppelhieb kommen. Aber hier sieht es jetzt anders aus. Schön ist, dass wir jetzt im letzten Part ja die Teamfähigkeit haben, die neue. Das heißt, wir können jetzt, ich glaube, das war jetzt die Teamfähigkeit, wo man jetzt mit der höheren Wahrscheinlichkeit Volltreffer landet, ne? War es so? Jetzt auch noch ein Irrlicht. Ach, bist du blöd. So, mach aber hier mit ins Team. Ja, ich nehme dich auf. Okay. Ich bin gespannt, wie viel Level die eigentlich hier sind, aber... Soll ich das mal ins Team nehmen? Das interessiert mich jetzt nämlich ein bisschen. Ich glaube... Ah, ich kann jetzt ja sehen. Sehr schön. Level 24 sind die hier. Und so ungefähr unser Teamniveau. Okay, dann schicke ich dich nach Hause. Okay. Bild schon noch gerade. Sehr schön. Plötzlich möchte fliehen. Jetzt bin ich verbrannt. Jetzt habe ich einen halben Angriff. Doppelhieb macht natürlich sowas wie kaum Schaden. Okay, du hast noch einen Singlebär. Das ist sehr schön. Noch ein Petsniv. Dummiesel, kümmere dich drum. Kannst doch Walzer. Ist doch effektiv. Komm schon. Jener geht natürlich auch. Petsniv hat ja eh keinen Schaden. Drachenwut. Okay. Dann geht's weiter. E2. Ich glaube, E11 war unser Job, ne? Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch erst im nächsten Part diesen Job erledigen. Hier gibt's viele Poké, die hier rumliegen. 114 Pokémon. Ebenso auf einem Streich. Okay. Das war ein langer Weg gerade. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Bildschirm ist noch gerade, so ich sehe, ne? Ja. Sieht gut aus. Ich mal so einen Baumsturm rum. Einen Kicklion-Laden haben wir schon lange nicht mehr gesehen, Mensch. Aber sehr lange nicht her. Zitrobeer für 2000 Poke. Plus Tiefsamen und Calcium. Nee. Dö. Brauchen wir nicht. Dankeschön, Kicklion, aber wir müssen weiter. Da gibt es zwei Wunderfelder und es ist eine Sackgasse. Schön. Dann können wir gleich wieder zurück durch den Kicklion-Laden. Sehr schön. Hallo. Dö. Nein, danke. Tschüss. Kann ich jetzt nur noch hier lang, das macht am meisten Sinn. Das ist die Treppe. So. E3. Mit der Geschwindigkeit werden wir es nicht schaffen, auf jeden Fall. Bis zu E11. Ich glaube, selbst wenn wir jetzt plötzlich in jedem Raum, in dem wir kommen, dann die Treppe sehen, also in dem wir spawnen, selbst dann würde das nicht helfen. So, ich glaube, ich mache mehr Schaden als du von der Ecke aus. Tja, tut mir leid, Petsniv, aber wenn du so blöd bist... Okay, Initiative nochmal senken, das ist natürlich auch blöd. Und du bist kriegen Level ab, da freut er sich. 25. Und eine neue Attacke gleich wieder lernen. Sehr schön. Und es ist der Ruheort. Oh. Ha. Gene, Antikraft, Walzer, Bodycheck. Nee, Antrieb. Ach, stimmt. Antikraft macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn ich den Walzer habe. Das sind ja beides Gesteinsattacken. Nehme Antikraft gleich wieder raus. Und Ruheort dafür rein. Eigentlich ein ganz gutes Set so. Kann man den Gegner mit Gene einschlafen? Kann man in der Zeit sich mit Gene hochheilen? Mit Walzer kann man wunderbar angreifen, attackieren und mit Bodycheck macht man auch ordentlich einen Step-Schaden. Das macht ja eh schon Rückstoßschaden, da kann man mit dem Ruheort gleich wieder heilen. Und der Gegner kann nicht zu, wenn er eingeschläfert ist. Das ist noch ein super Set eigentlich für Dummiesel. Ja, es ist zu Recht unterschätzt, das kleine Ding. Ach Gott. So, ach, ein Bonusweg auch noch. Schön. Hier in der Nähe ist ein Bonusweg, schön. Okay, Poke, wo ist der Bonusweg? Möchte ich mir mal angucken, was wir dazu brauchen. Ach, eine grüne Tür, das heißt, wir brauchen einen grünen Schlüssel, okay. Alles klar, was läuft denn da hinten so rum? Kann man das sehen? Nee. Aber irgendwas ist da. Ich kann es aber nicht genau erkennen da. Da ist ein... Irgendwas ist da. Ich kann es aber nicht genau erkennen, was das ist. Und hallo, Keifel. Doppelhieb! Das war ein Volltreffer, sehr schön. Der war auch wichtig. So. Geht's jetzt mal weiter. Hallo, Petsniv. Und du holst es erstmal zu Grund und Boden. Doppelhieb wieder und ja, das reicht. Sehr schön. Dann kann ich gleich mal den Part beenden. Hier ist wieder eine Sackgasse und der ist da unten Dummiesel. Oh, Petsniv wurde besiegt. Sehr schön Dummiesel. Und eine Schatzbox übrig geblieben. Sehr schön Dummiesel. Freut mich. Gut. Und das ist ein Keifel. Okay. Meine Lieben, das war's auch für heute. Im nächsten Part geht es dann weiter. Dann gehen wir durch die Treppe und dann machen wir uns auf zu E11, wo unser Job dann erledigt werden wird. Dann können wir uns schön wieder Baumaterial holen und dann das Paradies ein bisschen umbauen. Bin gespannt, wann es dann weitergeht in der Story. Bis zum nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.